herzlich willkommen zu meinem neuen Video heute. Ja, heute habe ich entschieden, mal wieder ein Video zu drehen. Und zwar möchte ich heute gerne über das Thema Fortschritt beim Abnehmen mit euch sprechen und über die sogenannten Abnehmkategorien, weil ich für mich selber bemerkt habe, dass wenn man eine Ernährungsumstellung vornimmt oder wenn man die Hormone besser in die Balance bringt, dass man immer sofort die Idee hat, okay, es muss sich sofort was auf der Waage zeigen, ich muss sofort Resultate sehen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das früher auch gedacht habe. Ich habe gedacht, okay, gut, ja, wenn jemand anfängt abzunehmen, dann muss ich das sofort bemerkbar machen. Und ich habe jetzt aber eigentlich in den letzten 6 Jahren festgestellt, dass es sogenannte Abnehmkategorien gibt. Das bedeutet, es gibt einfach unterschiedliche Personentypen, die unterschiedlich abnehmen. Und das habe ich mehr und mehr beobachtet in den letzten 6 Jahren. Und weil ich einfach gesehen habe, dass sehr, sehr viele Leute auch die Idee haben, okay, gut, wenn ich abnehme, muss ich einfach sofort abnehmen, es muss sich sofort was auf der Waage bemerkbar machen, ich muss sofort Resultate sehen, habe ich mich entschieden, heute dazu ein Video zu drehen. Und zwar möchte ich heute in diesem Video die 3 Personen vorstellen, die 3 Abnehmpersonen in Anführungszeichen, die einfach auf unterschiedliche Art und Weise abnehmen, die aber trotzdem am Ende alle an ihr Ziel kommen. Und die erste Person, die ich sehr, sehr häufig beobachte, wenn sie das Abnehmen in Angriff nimmt, ist eigentlich die Person, die sofort Resultate sieht. Das heißt, die Person fängt einfach an, die Ernährung umzustellen, sie fängt an, ihre Hormone in die Balance zu bringen und merkt einfach sofort, okay, da tut sich was, man bemerkt es auf der Waage, ich bemerke es an meinen Kleidern, da wird was lockerer, ich bemerke, es geht vorwärts. Und meistens ist das dann auch die Person, die eigentlich mehr oder weniger immer die gleichen Fortschritte macht. Das heißt, sie nimmt zum Beispiel jeden Monat 2,5 Kilo ab, im nächsten Monat 2,5 Kilo, im nächsten Monat 2,5 Kilo und so geht das immer voran. Das heißt, sie hat eigentlich eine konstante Gewichtsreduktion und ein konstanter Körperfettabbau. Das ist Kategorie Nummer 1. Dann gibt es die Kategorie, die am Anfang sehr, sehr viel abnimmt. Also sie fängt an, die Ernährung umzustellen, sie fängt an, ihre Hormone in die Balance zu bringen und sie nimmt unheimlich viel ab. Und nach ungefähr 4 bis 8 Wochen fängt es an, einfach langsamer voranzugehen. Das heißt, sie hat am Anfang einen riesen Erfolg, einen riesen Fortschritt und dann wird es einfach langsamer. Am Ende kommt sie trotzdem an ihrem Ziel an, aber es ist etwas, ja, oder es kann etwas demotivierend sein, weil man einfach merkt, oh, jetzt hat sich ein Riesenschub getan und jetzt ist es halt leider nicht mehr so. Das ist Person Nummer 2. Jetzt gibt es Person Nummer 3. Das ist, glaube ich, tatsächlich die demotivierendste Art abzunehmen. Aber es gibt tatsächlich einige Leute, die auf die Art und Weise abnehmen und das ist die Art und Weise, dass man eigentlich anfängt, die Ernährung umzustellen, man fängt an, die Hormone in die Balance zu bringen und man merkt irgendwie gar nichts. Also man hat das Gefühl irgendwie, da tut sich nichts. Ja, also es zeigt sich nicht viel auf der Waage, man hat das Gefühl, die Kleider sitzen genauso wie davor und das ist natürlich super frustrierend, aber es gibt hier die gute Nachricht, dass es bei manchen Leuten halt einfach etwas braucht. Also ich hatte sehr viele Kunden auch, da hat man in den ersten 4 Wochen, in den ersten 6 Wochen nicht so viel gesehen. Und dann hat sie aber angefangen abzunehmen. Also dann ging das irgendwann los, weil die Hormone einfach mehr und mehr und mehr in die Balance kommen, weil der Körper insgesamt mehr in die Balance kommt und weil die Gesundheit sich einfach wieder herstellt. Und dann fängt das mit dem Abnehmen an. Und dann läuft das auch sehr, sehr gut. Bei manchen ist es auch so, es fängt dann langsam an und es wird dann immer besser. Also das ist eigentlich die gegenteilige Kategorie von Nummer 2, die eigentlich am Anfang sehr viel abnehmen und dann tut sich nur noch ein bisschen was. Da ist es hier am Anfang so, dass man eigentlich relativ wenig abnimmt oder fast nichts merkt und dann geht es richtig los. Und was ich eigentlich in diesem Video damit sagen will, es gibt einfach 3 verschiedene Abnehmtypen. Ja, es gibt natürlich dann noch eine Kategorie, die überhaupt gar nicht abnehmen, da tut sich gar nichts, aber da müsste dann hormonell gesehen schon etwas ziemlich im Argen sein und sie müsste vielleicht auch ziemlich was falsch machen, als dass sich da gar nichts bewegen würde, also über viele Monate. Aber schlussendlich ist es wichtig, dass man eigentlich für sich selber erkennt, ich bin individuell, mein Körper ist individuell, ich kann mich nicht mit jemand anderem vergleichen. Ich nehme einfach so ab, wie ich abnehme und egal welche Kategorie es ist, ob man gleichmäßig abnimmt, ob man am Anfang sehr schnell abnimmt und dann weniger oder ob man am Anfang tatsächlich erstmal fast gar nichts abnimmt und dann geht das erst richtig los. Egal welche Kategorie man fällt, es ist wichtig, einfach am Ball zu bleiben und zu verstehen, dass man individuell ist, dass der Körper individuell ist, dass sich Hormone erst wieder mehr in die Balance bringen müssen und dann geht das auch mit dem Abnehmen los. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.